Herzlich willkommen zu meiner Videoreihe zu Word 2016 und da möchte ich dir Grundkenntnisse vermitteln, wie du recht einfach dann eine vorwissenschaftliche Arbeit, eine VWA, Diplomarbeit oder Seminararbeit dann verfassen kannst. Und diesmal geht es darum, in unserem 32. Video, wie du einfache Formeln einfügen kannst. Wir gehen hier zur Registerkarte einfügen. Dann gibt es ja wiederum viele Möglichkeiten, etwas einzufügen, aber wir beschäftigen uns jetzt mit den Formeln. Ich klicke hier auf Formeln. Und hier unten auf diesem Pfeil und habe dann mehrere Möglichkeiten hier Dinge einzusetzen. Hier findest du zum Beispiel hier so einen Pfeil. Das verändert sich dann der Mauszeiger und ich kann hier sehr einfach und sehr schön hergehen und kann hier dann einen Pfeil einfügen. Diesen Pfeil kann ich dann auch verändern, wenn ich hier oben hergehe. Kann hier zum Beispiel die Farbe dann verändern. Kann aber genauso gut hergehen und könnte hier dann auch die Stärke dieses Pfeils verändern. Auf 6 Punkt zum Beispiel. Ja, und einige Dinge, ich könnte hier einen Schatten zum Beispiel einfügen. Man sieht dann gleich hier in der Live-Vorschau hier, wie das dann unter Umständen ausschauen würde. Man sieht dann hier sogar einen Schatten da herunten. Also einige Dinge kann man hier dann machen, wenn man hier, wie gesagt, auf Einfügen und dann auf Formen geht. Und genauso kann ich natürlich auch nur eine einfache Linie hier zeichnen. Und die dann wiederum hier verändern, wieder eine andere Farbe mir suchen. Würde die Dicke oder die Strichart zum Beispiel auch einstellen, ob Strichliert ist und dergleichen mehr. Also versuche einige Dinge zu finden, die dann hoffentlich besonders gut dann zu dieser Arbeit passen, die du da schreiben möchtest. Danke für die Aufmerksamkeit.